Danke, sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Frau Minister, geschätzter Herr Minister, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Kollege Loacker, ein Wort: Die Landwirtschaft wäre froh, dass sie ein Einkommen in entsprechendem Ausmaß hätte, dass man eine Reduktion vornehmen kann. Wir haben es leider nicht. Das ist die derzeitige Meine sehr geehrten Damen und Herren, ÖF2 beendet nun die Live-Übertragung aus dem Parlament. Hier folgt wie immer die Zeit im Bild, heute mit einer Bild. Die Steuerreform bringt Entlastungen und Erleichterungen für alle Schichten. Sie bringt aber auch vor allem, und das ist heute schon mehrfach erwähnt worden, Entlastungen ohne neue Belastungen einzuführen und vor allem ohne umzuverteilen. Nicht jemand was wegnehmen, damit ich jemand anderes was geben kann, sondern wirklich aus dem System heraus zu helfen. Es bringt keine neuen Schulden und auch das ist sehr, sehr wichtig, denn davon haben wir jahrelang oder wurden jahrelang genug gemacht. Und wenn immer wieder die gute Konjunktur ins Treffen geführt wird, ja, meine Damen und Herren, es hat auch in der Vergangenheit, so wie es der ehemalige Staatssekretär Hubert Fuchs schon gesagt hat, viele, viele Hochkonjunkturen gegeben, aber das Geld wurde für alles andere verbraucht, anstelle es wirklich dem Bürger zurückzugeben. Deshalb glaube ich, dass das ein erster guter Schritt ist, die Steuerreform. Sie bringt, wie schon erwähnt, Entlastungen für alle Personengruppen, Arbeitnehmer, Pensionisten, Selbstständige, aber auch für die Bauern. Bei den Selbstständigen gibt es Entlastung in der Sozialversicherung, bei den Arbeitnehmern, Pensionisten bis zu 300 Euro im Jahr. Für die Selbstständigen haben wir schon gehört, viele Vereinfachungen für kleine Betriebe, Kleinstbetriebe, die Verbesserung bei der Pauschalierungsverordnung. Die Grenze der Umsatzsteuerpflicht wird von 30.000 auf 35.000 Euro angehoben und die geringwertigen Wirtschaftsgüter von 400 auf 800 Euro angehoben. Hier darf ich aus der Praxis berichten, mit meinem kleinen Gasthof habe ich mich manchmal wirklich geärgert darüber. Wenn du 10 Tischdecken kaufst, kannst du nicht das geringwertige Wirtschaftsgüter abschreiben, du musst sie aktivieren. Und ich glaube, das sind die richtigen Schritte, dass man in solchen Bereichen wirklich Erleichterungen schafft. Die Landwirtschaft, und da freue ich mich ganz besonders, wird in dieser Rückvergütung der Sozialversicherung oder Krankenversicherungsbeiträge rund 50 Millionen Euro erhalten. Das, meine lieben Kollegen, kann aber nur der erste Schritt in die Richtung der Entlastung für die Landwirte sein. Denn 2012 beschlossen, 2018 erstmals umgesetzt, war die Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge resultierend aus der neuen Einheitswertfeststellung, die die Landwirte massivst getroffen hat. Und wenn du heute mit Bauern redest, ist das Thema, dass sie nicht mehr schaffen, die Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen. Und wenn auch vieles vielleicht damals zwischen ÖVP und SPÖ-Koalition abgesprochen war, für mich heute noch immer das größte Unverständnis war, dass alle neuen Landwirtschaftskammerpräsidenten dieses Papier mit unterschrieben haben und es für gut geheißen hat. Und ich glaube, das ist wirklich notwendig, den Bauern immer wieder zu sagen, dass das einfach eine Katastrophe ist. Und die neue Regierung wird sich mit dem Thema ganz ernsthaft auseinandersetzen müssen und wird Lösungen suchen müssen, um den Bauern hier Entlastung zu bringen. Ein Thema, unabhängig von der Steuerreform, freut mich ganz besonders, dass es gestern im EU-Unterausschuss gelungen ist, das Thema Mercosur wirklich zu verhindern, um hier für die Landwirte, aber auch für die österreichischen Konsumenten Klarheit zu schaffen, dass sie weiterhin die guten Produkte aus Österreich kommen und bekommen und nicht Angst haben müssen, von wirklich minderwertigen Produkten aus Südamerika Fleisch zu bekommen. Die Steuerreform, und das freut mich ganz besonders, ist trotz Wahlkampf zur Umsetzung gekommen, der erste Teil davon. Hier vor allem wirklich dank Hubert Fuchs und August Wöginger, die unabhängig vom gesamten Wahlkampf, Thema Wahlkampfauseinandersetzung, eine Lösung gefunden haben, dass man die Steuerreform zum Umsatz bringt. Das war auch das, was diese Koalition ausgezeichnet hat. Wir haben mit Vernunft, ohne Streit, ohne persönliche Anfeindungen Lösungen gesucht und für Österreich gearbeitet. Ganz neugierig bin ich, wie die nächste Koalition ausschauen wird. Wir haben es gerade wieder erlebt, wie gut ÖVP und SPÖ zusammenarbeiten können. Und ich bin neugierig, wie vielleicht die Bauern
das zu genießen bekommen, wenn die Grünen plötzlich Landwirtschaftspolitik machen. Deshalb, wir haben gut gearbeitet und ich freue mich, dass es in der Form weitergehen kann. Am Wort ist der Herr Abgeordnete. Sagt Maximilian Linder von den Freiheitlichen.